Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem Hallo. Neuen Video. Hallo. Wir zeigen euch heute in unserem Video, wie Tino sich die Brille putzt. Nein, Quatsch. Wir haben mal wieder die zweite Runde. Ich esse das, was du mir schickst. Mhm. Und das machen wir mit einigen lieben YouTube-Kollegen zusammen. Die verlinken uns, verlinken wir euch so rum, natürlich alle unten in der Videobeschreibung. Unser Paket kommt jetzt von der lieben Bea. Zeigen sie euch hier oben. Ja, das Projekt oder die Aktion ist ja, dass man, wir schicken uns gegenseitig sozusagen Pakete mit Lebensmitteln drin, 10 an der Zahl. Ich glaube aber hier ist sogar eins mehr drin. Und das müssen wir jetzt auch kosten. Egal, ob eklig oder nicht. Die Bea, die hat das schön eingepackt. Wir gucken uns jetzt alles hier schön nacheinander an. Unser Paket ist auch schon unterwegs und da sind wir auch schon gespannt. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an und wir fangen einfach an, oder? Mhm. Sie hat hier kleine Nachrichten drauf geschrieben. Gefallen mir nicht. Und zwar Igitt, oder? PS, ich wurde leider zu klein gekauft. Zu klein finde ich, wenn es Igitt ist, glaube ich, ganz praktisch. Oh, was ist das? Dschungellade. Das ist Dschungel. Oh, Vollmilchschokolade mit gerösteten Mehlwürmern. Okay. Gut, das ist okay. Ach, oh, das sieht aber schön aus. Das sieht wirklich gut aus. Guck mal. Das ist eine Vollmilchschokoladetafel und da sind Mehlwürmer mit drin. Ja, Mehlwürmer stört mich. Ja, das ist okay. Das hätte es auch in groß kaufen können. Ich mach's hier mal so hier. Hat man das mal gesehen? Guck mal, hier hinten ist sogar ein Anker drauf, Schatz. Anker ist immer gut. Oh Gott, das lässt sich ganz schön schwer aufmachen. Insektensnack. Schokovida Nordisch Naschen. Mhm. Nordisch Naschen. Ich beiße einfach mal herzhaft rein. Ja, ich sag mal, das ist wie Schoki mit Nüssen, oder? Weil Schokolade riecht richtig gut, muss ich sagen. Die Schokolade ist auch richtig geil. Mhm. Die ist super cremig. Und die Mehlwürmer, die schmeckt mir gar nicht dolle. Und hat so ein leichtes Knuspern, sag ich mal. Mhm. Ich mache gleich nochmal einen Nachschlag. Die Schokolade hat so einen leichten Nougat-Touch, ne? Oder? Die ist schon so cremig. Aber ich bin gerade zu süß. Dann kommt das kleine Stück, kannst du ja wohl essen. Ich bin gerade zu süß. Ich weiß ja nicht, was hier noch kommt. Ja, aber das stimmt. Lass das doch mal hier liegen. Achso. Ich habe das da hingelegt, falls das nächste kommt. Mhm. So. Machen wir einfach weiter. Schmeckt diese Kombi, steht hier drauf. Es wirkt auch wieder schokoladig. Du hast also recht, es wäre ganz gut, wenn man nicht alles dann auffuttert. Ja. Wir werden dann hier. Kriegt dann der Bauchweh, weißt du? Ja. Das ist ganz nach meinem Geschmack. Und zwar Mai-Schoko. Und zwar mehr als nur lecker, das ist Schokolade mit Lakritze. Mit Lakritze? Mm. Ich, vor allem, das sind diese Salmiak. Mit Salmiak-Lakritz. Bin ich dafür zu haben, kriegst du nämlich nicht. Ist, glaube ich, auch eine sehr interessante Kombi. Diese salzige Herbe von der Lakritze mit so einem süßen Schokolading. Da stehe ich, das sind schon eher so meins. Als was mit den Mehlwürmern? Ja, das ist auch. Auch Riesenstückchen. Und ist natürlich auch das genau das richtige, richtige Klima hier, um Schokolade zu essen. Das ist halt so unglaublich warm. Lecker. Aber auch hier kommt die Schoki gar nicht. Die Lakritze gar nicht so krass durch, oder? Nee. Könnte sogar ein bisschen stärker sein. Das hier so. Salmiak mit Lakritz. Aber lecker. Die sind halt so ein bisschen fester und die knirschen so ein bisschen. Mach mal gleich das hier. Was ist das? Was steht drauf? Hier steht drauf, ich schmecke pur nicht gut oder Fragezeichen. Ist die Frage, darf man das pur essen? Das ist ein Glas. Oh oh. Ehrlich gesagt habe ich gar keinen Bock auf heute auf Fisch oder so. Ich habe heute mal Kapern. Ich mag Kapern nicht mal zubereitet. Okay, ich glaube, da hat zu uns. Ja. Ich bin auch nicht der Kapern-Fan. Also
Und so wir sind schwer zu knacken, aber also es gibt Gerichte da, also auch viele machen das ja in Königsberger Klopse, obwohl ich das dort nicht so besonders sehen würde. Ich mag bei Königsberger Klopse die Dinger schon nicht. Oh, die sehen schon so komisch aus. Naja, doch, es geht schon. Ja. Nee, ich mag das gar nicht. Jetzt kleckerst du. Na komm, Augen zu und durch. Oh, also ich esse das schon mal, aber... Kennt ihr? Ja, ich finde es jetzt nicht so schön. Aber kennt ihr Kapernäpfel? Die sind halt dann so groß, das sind quasi die Früchte von Kapern. Ist halt sehr salzig. Aber ich finde, die haben so einen ganz furchtbaren... Aber auch in Königsberger Klopse mag ich es halt nicht, ne? Das ist auch nicht so meins. Aber... Schnell weitermachen. Ich brauche jetzt was zu trinken. Das sieht aus als Süßes. Okay. Wir haben uns hier... Trink mit hingestellt, ja. Hier steht übrigens drauf, lieber süß oder salzig. Okay. Steht wieder Lakritz drin, oder? Oh. Ich gehe mal zur Seite. Das ist aber gut verpackt. Okay, Popcorn, ja. Stimmt, sie meinte, ob wir eine Mikrowelle haben. Jetzt schlägt das Kind natürlich schon. Nee, das können wir jetzt nicht machen. Nee. Das wird zu laut. Salziges Popcorn. Werden wir aber später noch machen, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Also wir essen beides, das kann ich jetzt schon mal so sagen. Also ja. Ich esse gern salziges Popcorn, aber auch süßes. Ich finde, salziges Popcorn hat was von einer bisschen, das klingt jetzt blöd, gesünderen Variante von Chips. Weil es ist trotzdem eine salzige, ja, Knuspersache und ich finde Popcorn... Ist ja nicht so fettig. Ja, stimmt. Weißt du, was ich meine? Wir können es halt jetzt aber auch wirklich gerade nicht machen, weil da Emil, nicht mehr dran gedacht. Emil krank und gerade eingeschlafen und ja, also Mikrowelle würde ihn jetzt munter machen. Definitiv. Gerade unsere, die piept immer, wenn sie fertig ist. Es wird definitiv noch verköstigt. Aber das zeigen wir euch noch. Ja. Genau. Aber geil, ich mag Popcorn. Ja. Such du mal eins aus. Schock. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Er meinte vor uns nur, ich habe heute keine Lust auf Schnecken. Das ist dann wirklich, wo ich sage, nein. Das muss ich aber sagen, wir waren ja im Kaufland einkaufen für das Paket für die Genie. Warte. Und da habe ich doch tatsächlich eine Dose gesehen mit so Weinbergschnecken drin. Ich war ganz kurz davor, ihr das zu kaufen, aber dachte mir, sie ist jetzt die erste Runde erst dabei. Ja. Wollen wir sie mal nicht gleich wieder verschrecken. Also ich esse vieles, aber Schnecken esse ich nicht. Nee. Also Insekten ja, aber keine Schnecken. Und das hier, wahrscheinlich haben wir uns da zu sehr geschockt. Die heben uns mal fürs Ende auf, weil das sind ja Kaugummis. Genau. Kennt ihr die früher 90er Jahre ganz groß? Center Shocks. Einfach nur geil. Dieses, wenn man gemeinsam so ein Kaugummi sich in den Mund geschoben hat, um zu gucken, wer am meisten das Gesicht verzieht. Ja, die sind super auch cool. Richtig extrem sauer. Die sind ich sehe es gerade. Sauer Mix auch noch. Das machen wir gleich am Ende, weil mit Kaugummi im Mund ist halt blöd. Mir macht das hier Angst. Ja, aber da steht Banane drauf. Steht mir das mal vor. Kennt ihr die in der Bananenform? Ich weiß noch nicht, was ich von halten soll. Mag keine Schokobananen und Gelee-Bananen mag ich auch nicht. Ich bin ja, was Bananen betrifft, sowieso. Ich esse normale Bananen. Alles, was mit Bananengeschmack verarbeitet ist. Deswegen habe ich Angst. Ich bin bestimmt Gelee-Bananen, oder? Ich weiß nicht, warum. Ja, Chili Ananas. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank. Aber auch das. Naja. Aber es sind keine Chili Bananen. Halt auch nicht so meins, aber das ist auch wirklich sowas, also so Süßigkeiten, die ich halt wirklich eklig finde, weil. Das ist Chili Ananas statt Chili Banane. Oh, die schmeckt nach Banane bestimmt. Ich mag doch. Oder kennt ihr diese Erfrischungsstäbchen? Genauso widerlich. Ich verstehe es nicht ganz, muss ich sagen. Es schmeckt nicht mal nach Ananas. Man hat gar nicht. Man eklig. Es ist voll künstlich sauer. Also damit kriegt er mich. Deshalb, da esse ich vielleicht doch lieber Schnecken als das. Sag das nicht zu laut, wir machen bestimmt noch eine dritte Runde. Nein. Ich finde ja, Gott sei Dank sind es nicht die Bananen. Boah, ist das.
Aber es ist halt trotzdem nichts, was ich mir kaufen würde, ne? Warum? Warum? Machen wir mal weiter. Ich glaube, ich weiß, was hier drin ist und ich habe jetzt schon Angst. Erwischt ihr die Guten? Steht, ich habe auch drauf. Eine Idee. Ich würde sagen, Bertie Bott's Boden. Ja, würde ich auch so sehen. Und ich hoffe aber, nicht die Originalen, weil da sind nämlich so eine Sorten wie Hundefutter und sowas drin. Und Kotze. Kotze und Popel, aber Hundefutter ist da echt die furchtbarste Variante. Ich finde Hundefutter ist widerlich, ja. Nein. Ja. Aber das sind die Originalen. Ja, komm, ja. Augen zu und durch. Das, so schauen die aus. Das sind, wer Harry Potter Fan ist oder Harry Potter gelesen oder gesehen hat, ja. Das sind die Bertie Bott's Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Da sind halt Bohnen drin, die haben jeweils eine Farbe. Da kann aber die Farbe entweder eine leckere Sorte sein oder eine eklige Sorte. Okay. Stinkwanze oder gerösteter Marshmallow, schmutziges Spülwasser oder Geburtstagskuchen, faules Ei oder Butterpopcorn. Die sehen dann halt immer gleich aus. Ja. Ne? Sagen wir noch, Stinktierspray oder Lakritze. Erbrochenes oder Pfirsich, in einem Atemzug zu sagen eigentlich. Hundefutter oder Schokoladenpudding. Ich Hundefutter ist wirklich furchtbar. Nasenpopel, saftige Birne. Das ist doch das Gleiche. Saftiger Popel oder Birne. Toter Fisch, Erdbeerbanane. Okay. Oh, das ist ja beides schlecht. Stinkende Socken, Tutti Frutti, verdorbene Milch oder Kokosnuss. Also, was war jetzt, wo war das mit... Toter Fisch oder Erdbeerbanane wäre ja beides nicht meins. Nee, das ist ja beides. Wir machen es jetzt aber ganz fies. Man könnte sich ja jetzt was raussuchen. Nee, wir machen Farbe, Augen zu. Was, ja. Wo das Schlechte auch nicht ganz so schlimm für einen wäre. Nee, du suchst mir eins raus und ich suche mir eins raus. Leg mir eins hin. Mach die Augen zu. So, ich habe eins rausgetan. Jetzt suchst du eins raus. Ich kann da noch rein. Ja, ich hab... Oh, ist das, was beides schlecht wäre? Nein, es kann auch erbrochenes oder Pfirsich. Und du hast? Ich habe eventuell verdorbene Milch. Okay, komm schon klar. Nee, das ist nicht verdorbene Milch, das ist mit Punkten. Das ist oder dann ist es Spülwasser oder Geburtstagskuchen. Oder stinkende Socken und Tutti Frutti. Na, du hast es ja noch gut. Erbrochenes, Schatz. Hm? Riecht man das schon? Ich habe irgendwie Angst. Na komm, aber auch drauf beißen. Ja. Okay, verdorbene Milch. Erbrochenes. Nice. Also. Ihr habt verdorbene Milch, eindeutig. Ja, immer doch verdorbene Milch bei dir? Oh. Der schmeckt halt so, wenn die Milch draußen stand. Ich kann es nicht essen. Ist gut. Wenn man dann auch noch drüber nachdenkt, das soll jetzt Erbrochenes darstellen, dann... Tut's weg. Dann haben wir hier gleich Erbrochenes. Live kurz. Aber das Schöne ist, Tilos große Kids, die spielen das liebend gerne. Ja, wir haben da, glaube ich, irgendwo noch so ein Drehrad. Und da, ja. Oh, aber ich glaube, da sind neue Sorten dazugekommen. So, was ist denn das? Das ist ja furchtbar. Hier gibt es noch eins. Komm, ich brauche jetzt mal was hier. Das klingt gut. Ich bin knusprig, aber auch lecker. Das brauchen wir jetzt. Oh, das ist gerade ganz anders. Hier ist anders. Oh, Schweineschwarte. Das hat mir auch schon mal. Das ist ähnliches, ne? Ja, das ist halt so. Okay, Snacks. Zeig erst mal. Achso, Entschuldigung, Freunde. Ich denke wieder nur an mich. Das ist sozusagen frittierte Schweinefett oder so, kann das sein? Also ich. Oh, das riecht richtig eklig. Bea. Ja, wir hatten das schon mal, es hat uns nicht geschmeckt. Ist das normal, dass da hier so eine rosa Vorriegel drin sind? Das ist der Haut, Schatzi. Halt so. Prost. Oh, lecker ist das schon. Das ist halt aufgepoppter Speck, einfach nur. Ich weiß gerade nicht, was man den Geschmack halten soll. Doch, das doch. Erinnert mich an irgendwas, was ich nicht essen will. Hm. Ach doch, geht schon. Weißt du, dann lass mich das erinnern an die Fettschicht, wenn du so einen Bräuler hast. Hm? So, genau. So ein Hähnchen, wenn du gebraten hast. Naja, ist ja Haut. Aber vom Schwein doch. Hm? Schweinehaut. Alter Witzler. Ja, es ist so wie ein Unfall. Man kann nicht, man will nicht, aber man kann so nicht weggucken. Ich mach Diät, ich
Ja, ist auch reines Fett. Oh nee, das ist mir... Also hier ist jetzt was drin, hier steht für Emil, hoffe ich schmecke ihm. Ich gehe mal davon aus, warte mal, wie viel haben wir denn jetzt eigentlich schon? Weil ich habe mitgezählt. Weil ich bin der Meinung, beim Auspacken habe ich 12 gezählt. Oder ist das hier bestimmt für einen Emil einfach so ein zusätzliches Giveaway? Ach so. Was wir gar nicht kosten sollen, oder? Nee, aber die kennen wir ja, diesen Hälften. Ja, aber weil hier steht für Emil, dann hebt man das auch für einen Emil auf. Ja, der mag die total gerne. Ja. Ganz lieben Dank, Bea, da freut er sich. Ja. Der darf was Leckeres kriegen, ne? Und das hier wird wahrscheinlich auch so ein Goodie sein, mal, weil es waren, wie gesagt, 12 Stück, so wie ich weiß. Mögt ihr mich auch so? Und mir ist gerade echt komisch. Meine Schwarte, nur mit dir. Das muss ich als Intro nehmen. Oh, bitte was Gutes. Oh ja, ist gut. Weiß nicht, ob du das magst, aber das finde ich schon lecker. Ich esse ja auch beim Sushi diesen eingelegten Ingwer gerne. Achso, ich habe mal gezeigt, das ist kandierter Ingwer. So als Stöckchen. Beim Sushi diese Ingwerstreifen, da habe ich mal, wo ich das allererste Mal Sushi gekauft habe, mir, habe ich gedacht, das ist so ganz dünn filetierter, roher Fisch und habe da übelstes Paket von rein in den Mund genommen. Das war einfach nur eine ganze Mund voll Seife. Das riecht aber auch nach Seife. Das riecht instant wie Seife. Aber so mag ich es gerne. So roh in Scheiben kann ich es nicht so. Ingwer ist ja super gesund. Ist das dann auch scharf? Hm? Ja. Hm. Oh, lecker. Das ist geil. Kann man kann auch ich nicht viele von essen, weil es ist super süß. Auf hinten kommt und die Schärfe. Hm? Komm, die kippt ganz schön. Lecker. Das ist geil. Ist die Frage, ob das dann immer noch in dieser Art und Weise, in dieser kandierten Form, immer noch dieses Gesunde hat vom Ingwer. Weißt du, was ich meine? Ist ja nicht gekocht oder so, es ist ja dann nur eingelegt. Ja. Das ist ja schon scharf. Aber gut. Ja, man, jetzt noch eine Kapa hin und her. Nee, kannst du nicht mal mit Schweinehaut. Nimm deine stinkende Socken oder so. Noch eine Birdie Bone. Hier kommt Birdie Bone. Hier kommt, bin ich erlaubt in diesem Video? Ich vermute etwas mit Alkohol. Ach so. Oh, geil. Doch, das esse ich gerne. Nee. Ich mag schon Moncherry nicht. Ja, doch, das esse ich gerne. Ich gehe dann schlafen danach. Ich trage nämlich seit der Schwangerschaft kein Alkohol mehr. Hast du Ruhe? Das mit Bohnen in dieser Box ist nicht so meins. Ich esse auch. Ja, oder Weinbrandbohnen. Genau. Oh, das wird jetzt fies für hat mich. Mein Vater gerne gegessen, ich esse sie aber auch gerne. Also ich esse auch diese... Alte Männer essen sowas grundlegend gerne und du gehörst jetzt dazu. Genau, alter Mann. Oh, die Schärfe von diesen Ingwer-Sticks, die ganz schön. Ne? Wie heißt denn das andere mal? Mit den Nüssen. Genuss in Nuss, wie heißt denn das? Ach so, du meinst Edeltropfen. Edeltropfen, ja, das mag ich auch sehr gerne. Und das ist ein ganzes halt Essen. Ja. Einfach hin in die. So, wo ist das? Wie ein Shot. Prost. Bea, du hast mich ja in dem Video echt, ne? Ach, das ist okay. Dann kann man mal eine essen. Hier ist so gute Charakter drin. Oh Gott. Boah. Was hat denn der für Umdrehungen hier? Sieht man gar nicht, wa? Die Schärfe von dem Ingwer und jetzt dieser Alkohol drauf. Meine Zunge, die sagt gerade. Also als Wiedergutmachung gibt es Geleeball. Hier ist auf jeden Fall, hier steht jetzt Goodie zur. Entschuldigung, Goodie oder Wiedergutmachung. Aber da sind zwei zwinkernde Smileys dahinter. Ich weiß nicht, ob das als Ironie ist. Oh, das ist eine Wiedergutmachung. Boah, ja, ja. Die sind so groß und Packung. Geil. Lecker. Die sind mega gut. Lecker. Und weil das aber ein Goodie ist. Halt, das können wir noch nicht essen. Nee, warte, nee, das ist ja auch ein Goodie. Achso, dann wie gesagt, sie hatte 12 Sachen geschickt. Das heißt, wir haben jetzt schon 9 hinter uns. Die zwei Sachen sind einfach nur, damit wir sie danach immer noch gern haben. Ja. Haben wir natürlich. Und jetzt kommen wir zum letzten und meine Zunge ist ja nicht so schön von Ingwer und ich nehme Apfel. Was gibt's denn hier noch? Ja, hier gibt's verschiedene. Hier gibt's Cola. Creedies. Was? Creedies
Spider? Was ist ein Crazy Spider? Na, hier ist Crazy King. Das müsste aber Apfel, glaube ich, sein. Ach nee, guck mal, mit extra Sauerkaugummi mit Füllung Kirschegeschmack. Oh, Kirsche ist auch. Das hier ist Cola. Wo steht denn das? Das hier ist Skull, also der Schädel. Hier steht Cola. Gefüllt mit Cola-Geschmack. Cola-Geschmack. Also Cola wollte ich jetzt wirklich nicht nehmen wollen. Hier ist Mystery, das ist gefüllt. Extra saurer Kaugummi, gefüllt steht hier nur. Cola. Gefüllt mit Apfelgeschmack. Funky Monkey. Ich hätte aber gern was mit Kirsche. Blutorange, ich nehme Blutorange. Oh was? Das ist Blutorange. Mr. Slimer. Mr. Slimer. Ich nehme das mit Kirsche. Kirsche ist auch geil. Ich mag halt so Apfel in so sauer nicht so gerne. Weiß nicht warum, aber... Ich nehme das mit Kirsche. Das sind Sorten, die ich tatsächlich noch nicht kenne. Na gut, wenn man es jetzt zeigt, sieht man es nicht so. Ich habe einen Crazy King. Und was hast du? Ich habe einen Mr. Slimer. Center Shock. Kriegst gleich einen Center Shock. So. Wichtig ist, nicht gleich kauen. Weil in der Mitte ist es süß. Da vermischt sich das schnell. Man muss erst lutschen. Das ist die Challenge. Hier, so sehen die aus. Prost. Oh. Ich muss kauen. Oh. Alter. Oh. Alter, ziehst du ja alle Löcher zusammen. Zeig mal. Geil, habe ich auch lange nicht mehr gegessen. Kennt ihr American Dad? Gibt es eine Folge. Da hat er einen ganz schlechten Tag und geht an so eine, wo jemand hier so selbstgemachte Limo verkauft und so einen kleinen Stand und sagt, gib mir einen, macht so einen auf Bar. Ne? Dass er drückt die so die Zitrone aus, tut das in so ein kleines Gläschen und der hat dann so und dann zieht sie ins ganze Gesicht so zusammen. Man sieht nur noch diesen kleinen Mund und sauer. Und so habe ich mich gerade gefühlt. Boah, übel. Boah. Das ist eine Wohltat, aber so drauf zu beißen und dann von innen ist da wieder eine süße Füllung drin. Mhm. Die neutralisiert dann die Säure. Teile waren früher schon geil. Aber ja, manchmal der Spalte im Mund wird immer mehr. Mhm. Jetzt haben wir einen Gaumen im Mund, aber ist egal. Mhm. Wir haben uns durch die schon harte Vielfalt an, ja, ich würde es nicht mal lecker reinnehmen. Ja, Kapern fand ich jetzt schon eklig, ne? Und also geht, aber hier das Schweinezeugs. Da sind wir uns einig, es sind auf jeden Fall einige Sachen dabei gewesen, die hätten nicht sein müssen. Ja. Aber das ist ja die Challenge an dieser Aktion. Und wir danken Bea für das Paket. Danke. Wenn man das so sagen kann. Mhm. Und es hat uns wieder viel Spaß gemacht mitzumachen. Wie gesagt, wir verlinken euch die ganzen anderen lieben YouTube-Kollegen, die auch mitmachen. Guckt da unbedingt rein. Wir verlinken euch das auch der Reihenfolge nach, wer wann dran ist. Unser Paket geht an die liebe Genie von Sailor Genie. Die ist also als nächstes dran. Guckt da auch unbedingt. Und vor uns hat die Bea schon ihr Paket aufgemacht. Also guckt da auch mal. Sehr, sehr spannend bleibt es auch. Und ja, dann hoffen wir, ihr hattet Spaß an der Aktion und bleibt oder habt allgemein Spaß an dieser Aktion. Und wenn dem so ist, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und bleibt auch gerne mit einem Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss. Oh.